Also, kommt ihr wieder rüber, ich bin jetzt wieder live, das andere hat jetzt nicht mehr geklappt, wir fangen wieder von vorne an, schade, wir waren schon so schön hoch, aber jetzt seid ihr wieder drauf und ich guck mal, dass ich Yvonne jetzt auch hier zugeschaltet bekomme, dass das klappt. Sie hatte mich eben nochmal angerufen, wollen wir mal gucken, ob sie noch keine Teilnehmer sind, noch nicht drauf, ob wir sie mit reinkriegen können. Da ist sie. Senden, so. Jetzt wollen wir mal schauen, ob sie gleich mit drauf ist. Ich habe sie jetzt eingeladen. So, wunderbar. Dann schauen wir mal, dass sie kommt. Sie müsste jetzt bei mir mal reinschauen, denn jetzt habe ich sie eingeladen. Gestern war es ja umgedreht und heute probieren wir mal den umgedrehten Fall. So, wo waren wir stehen geblieben vorhin? Ja, also alles, was vorgefallen ist, ist vorgefallen. Man kann das nicht zurückdrehen. Jetzt gucke ich mal eben hier. Annehmen. Und nun müsste sie auch gleich in wenigen Minuten drauf sein. Hoffe ich zumindest. Ein Wunder der Technik hier. Wundervoll. Ich werde immer besser. Ja. Hallo, hallo. Yvonne, bist du drauf? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Jojo, da ist sie. Sie müsste mich doch hören. Hörst du mich? Ich glaube, sie wird gleich mal reinkommen. Seht ihr Yvonne schon? Könnt ihr mir das mal schreiben, ob ihr Yvonne schon seht? Ist sie schon zugeschaltet? Schön, dass wir uns sehen. Toll, freut mich. Yvonne kann nicht teilnehmen, stand eben hier. Warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch so schade, ist doch so schade, dass sie heute nicht teilnehmen kann. Normal. Hey Peter hetzt alle gegen Iris auf. Aha. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß, ihr seid besser informiert als ich. Ich weiß gar nicht, was ihr da alles so schaut. Aha. Hier ist das. Was schreibt sie hier? Finde ich gut. Klar. Ja, okay. Und hier steht nein, ich sehe noch nicht zu. Heute Abend zuerst. Ah ja. So, viele sind drauf. Ivan Wölke, bin hier. Ja, wo bist du denn? Ich gucke nochmal in der Liste nach. Wo ist die Yvonne? Einladen. So. Ich lade dich jetzt nochmal ein, Yvonne. Und ich hoffe, du gehst jetzt rauf. Mal gucken. Sie müsste ja jetzt sich. Da ist sie doch aktiviert. Hallo! Hallo, wo Na, bist Mensch! du? Wo bist du? Ich bin mal wieder im Auto. Ich habe doch gesagt, ich habe ganz viele Termine. Ja, ich hatte schon gedacht, du hast unseren Termin vergessen, aber hast du nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich sehe dich jetzt gar nicht. Bist du dunkel? Nein, ne? Nee, ich bin hell. Also, hier mein Gesicht, seht ihr mich? Wo muss ich raufdrücken, damit ich dich hell sehe? Normalerweise, ihr seht mich, oder? Ja. Sie sehen Hallo, dich Herr alle. Böke. Ja, und du mich nicht? Ja, ich glaube, du bist unten. Ich muss dich erstmal hier, ich muss das, den Text erstmal Das extrahieren. Ich muss Problem, dich das habe hier. ich gestern auch mit Jamila gehabt. Irgendwas ist hier irgendwie, keine Ja. Ahnung. Aber ich kriege das schon hin. Lass mich mal hier ein bisschen fummeln und dann geht das schon weg. Warte mal, das ist das. So, ich Ach lese so, ich mal so muss ab das und wohl. zu mal, was ist hier los? Stimmt doch gar nicht mit dem Aufhetzen. Was soll sowas bitte ewig? Nein, der Peter hetzt auf gar keinen Fall niemanden auf. Das ist, ach Mensch, Ich habe Leute. Hört es ja noch immer auf gar mit nicht. diesem Ja, Stress. Yvonne, ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Also ich habe ja diese Verbindung nicht und hatte heute auch viel zu tun. Und doch Peter hetzt und manipuliert. Also das ist ja, ich weiß, also ich kenne Peter jetzt ein paar Mal und der hat noch nie manipuliert. Also das kann ich mir gar nicht Nein, vorstellen. das macht er auch nicht. Ich glaube, da ist wieder so ein Iris-Fan da drin und so, der sich wieder beschwert. Aber wartet mal ab, was heute passiert. Sie ist ja auch drin, aber Peter ist kein Hetzer. Peter hat noch nie irgendwie ein schlechtes Wort über Iris erzählt, weder privat noch beruflich. Also da müsst ihr auch schon so ein bisschen ehrlich sein. Ja, und sag mal, ist denn die Iris jetzt schon drin? Oder die zeichnen ja vorher auf? Oder einen Tag vorher ist die jetzt schon drin? Oder kommt die heute live dazu? Die kommt heute live dazu, denke ich mal. Ich denke mal ganz zum Schluss irgendwann. Ja.
Ach so, also ist das, wenn die sich kloppen, dann kommt das live von einem Tape rüber. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich kloppen werden. Schade, schade. Da war. Andreas, ne? Wir Ich packen dich glaube. auch bald da rein. Nee, nee, ich pack dir nicht rein. Ich bin ja so froh. Haferflocken, also das würde bei mir auch genau wie bei Patricia, muss ich sie mal in Schutz nehmen, würde bei mir auch zu Weinkrämpfen wahrscheinlich kommen. Also Haferflocken und Leitungswasser, nee, nee. Ich liebe Nee, das. Haferflocken. Nee, ich mag gar keine Haferflocken. Guck mal, und wir Ich. mussten bei Promibüßen Erbsen essen. Von Erbsen muss man immer pupsen. Noch schlimmer. Ja, das Na stimmt. komm, Das. siehst du? Genau. Sag mal, wieso sehe ich dich nicht? Warte, muss ich mal erstmal gucken. Ich muss mal hier ein bisschen was drehen. Da geht es auch nicht. Was muss ich drücken, damit ich sie sehe? Frage ich jetzt mal in die Gruppe rein. Patricia hetzt unmöglich. Wieso hetzt sie denn? Was macht die denn? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann das nicht beantworten. Ich bekam nur heute einen Anruf, was wir in 4 Jahren ausgegeben haben. Und da musste ich selbst mal einen Taschenrechner nehmen. Oh. Also. Das Ergebnis demnächst in der Bild-Zeitung. Ich habe mal alles zusammengerechnet. Echt, Aber hast das, du? Wow. Ist bestimmt eine große Villa, oder? ja, mehr als eine Villa. Also gut, wir sind ja auch gereist, ne? Das muss ich dazu Ja. sagen. Sie hat mir ja auch die Welt gezeigt, das muss ich wirklich nur sagen. Aber es war zuletzt, war nur noch Gold im Überfluss und das kann ich auch nicht leisten. Und das will ich auch nicht leisten und das kann ich auch, das gebe ich lieber armen Leuten dann. Ich habe eine Stiftung, ich weiß, dass die Leute das eher brauchen. Und das muss man nicht. Man kann eine Uhr haben, man braucht nicht fünf haben. So ist Das das. stimmt. Man kann auch nur eine Uhr tragen. So ist das. Patricia schimpft nicht, schreibt hier eine. Aha. Ich kann leider gar nicht lesen. Warum kann ich das schon? Siehst mich nicht und ich kann nicht lesen. Na toll. Aber wie kriege ich das Bild denn jetzt hin? Wenn ich jetzt oben das X drücke, bin ich weg, ne? Ja. Ich glaube, es ist auch sehr langweilig dort, ne? Was soll man sich auch den ganzen Tag unterhalten? Schwierig, schwierig, ja. Warte mal, ich gehe mal runter. Ich muss dich doch irgendwie sehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe dich nicht. Soll ich nochmal rausgehen? Aber Gehen? Komm mal rein. wir bleiben jetzt so. Okay. Nachher klappt es wieder nicht. Was hast du Schönes heute gemacht? Warst du unterwegs? Unterwegs. Ich war gerade bei einer Gesichtsbehandlung, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass du mich nicht siehst. Ja. Ja, hier schreibt gerade einer, das ist alles Show. Ich glaube, dass die meisten Leute sich auch verstellen. Wenn die richtig ehrlich rüberkommen würden, also ich würde da einfach authentisch sein, wenn ich da reingegangen wäre. Ich bin ja nicht reingegangen, weil ich das nicht ertragen kann. Ich hätte da einfach, es wären wahrscheinlich bei mir auch ehrliche Worte gefallen, die den Leuten nicht gepasst hätten. Aber ich finde, man sollte sich nicht verstellen, nur um Sympathiepunkte zu kriegen. Das wollen die Zuschauer nämlich auch nicht sehen. Die wollen nämlich auch mal sehen, wie man richtig denkt. Und wenn einer ein Spinner ist oder ein Arsch ist, dann muss man ihn auch als Arsch betiteln. So ist das einfach. Ne? Und alles ist. Erstmal, ne? Wenn erstmal die Spiele kommen, die machen ja schon echt fiese Sachen, wenig Schlaf, kein Essen, dann kommt das ganz von alleine. Richtig. Da hast du recht, ja. Hier schreibt einer, Peter ist mega, schreibt einer. Also du kannst den Leuten das auch nicht recht machen. Viele finden mich auch blöd. Und aber ich sag mal, es muss alles im Rahmen dessen bleiben. Wir hätten uns super trennen können, die Patricia und auch weiter befreundet sein können. Das hätte ich auch alles mitgemacht, nur es ging nicht. Es war einseitig. Sie hat immer ein Spiel gemacht. Und Katz-und-Maus-Spiel schafft man irgendwann nicht. Ich bin dann auch nicht mehr der Jüngste. Und irgendwann muss man dann sagen, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und das musste ich dann einfach mal loswerden. Ich habe es einfach nicht mehr gepackt und bin geflüchtet ins Hotel. Ich konnte nicht mehr. Ich wär draufgegangen. Das ging einfach nicht mehr. Und da muss man die Reißleine ziehen. Man hätte sich ja befreunden können und hätte auch zusammen noch was unternehmen können. Aber das ging wiederum bei ihr nicht. Patricia, die gibt dem Peter auch sehr gute Ratschläge, Beziehungsratschläge, ne? Dass man sich mal aussprechen soll, das wäre ja schade, 20 Jahre, man kann doch befreundet sein. Ja, dann muss sie das auch mal vorleben, oder? Kann sie gar nicht vorleben. Die ist, da hat mich hier 15 Mal in meinem Hotel, wo ich jetzt bald ausziehe, besucht und in einer Brachialgewalt mich hier angepöbelt, dass ich nur noch auf mein Zimmer fliehen konnte. Also bei aller Achtung. Also
Das geht gar nicht. Also die Ratschläge hat sie vielleicht jetzt gelernt durch einen Coach. Finde ich auch toll. Sie wird ja gecoacht auch. Sie hat ja ein richtig großes Team von Coach-Leuten. Und wenn sie da, ich hätte sie vielleicht dann jetzt nach einem Coach kennenlernen müssen. Dann wäre das vielleicht entspannter gewesen. Also für mich war es nicht lebenswürdig mehr. Also ich habe mich da auch gefühlt wie im Knast mit ihr und habe mich dann nur, ich habe keine Haferflocken gehabt und auch kein Wasser. Ne? Bei mir gab es dann andere Getränke, Gott sei Dank noch. Bier und Alkohol und Champagner. Ja. Ein Champagner trinke ich nicht, ich trinke ja nur Bier und jetzt kriegt sie ja auch nichts. Und das Schöne ist bei mir, ich kann die ganze Woche auf Bier, kann ich einfach verzichten. Ich bin Wochenendtrinker, ich trinke aus Lust und Freude und dann trinke ich auch mal ein Bier mehr und auch beim HSV trinke ich ein paar mehr, aber ich brauche in der Woche null, habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche keinen Alkohol, das ist das Komische dabei, ich brauche es nicht. Und ich habe noch nie zu Hause getrunken. Ich trinke nur in Gesellschaft, ich trinke zu Hause nichts. Schmeckt mir gar nicht. Okay. No. Aber jetzt hast also du ja auch eine Freundin an deiner Seite, die passt ja jetzt auch auf dich auf. Ja. Die passt auf mich auf, genau. Und es kommt ja heute Abend, ich habe gerade noch mal gelesen im Internet, es kommt ja aber heute der große Vorwurf, ich wollte mit Patricia immer Gemeinsamkeiten pflegen, mit ihr zusammen sein. Ja, wenn man ein Paar ist, dann macht man auch Dinge zusammen, finde ich. Und dann fährt man zusammen in Urlaub und dann hat man dies. Und sie war ja auch mal 3 Wochen bei Promis unter Palmen, da war sie ja auch weg. Habe ich sie auch vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, damals, 2021. Ja. Aber wenn man ein Paar ist, dann braucht man doch kein Paar sein, wenn man nicht zusammen ist. Da kann man doch gleich sagen, jeder geht seiner Wege, wir sind hier so ein Alibi-Paar oder irgendwo ein Paar auf dem Zettel. Dann braucht man doch überhaupt nicht zusammen sein. Da kann man doch sagen, wir machen einfach eine lockere Beziehung. Und das wirft sie mir jetzt vor, dass ich sagte, ja, wenn ich Geschäftsgespräche hatte, dann komm mal mit, begleite mich mal, können wir hinterher was essen, was trinken. Und das wollte sie nicht. Nee, ihr Plan war morgens die Hunde, dann kam das Pferd, dann kam die Tankstelle, dann kam der Mittagsdrink, dann kam dies, dann kam das. Und abends wurde dann gestritten. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Das habe ich auch einfach nicht mehr gepackt. Und das ist eben der Punkt. Also im Moment hat sie ja so einen Lauf. Ich glaube, sie kommt jetzt ganz lieb rüber im Big Brother. Mal gucken, wie lange es da bleibt. Kennst du sie so lieb eigentlich? Weil ich finde, sie kommt sehr sympathisch rüber. Ich kenne sie sehr lieb, ja. Ich kenne sie sehr lieb, wenn sie eine Rolex will. Dann ist sie sehr lieb. Okay, das dazu kann ich nicht sagen. Aber wir gucken einfach mal, was weiterkommt. Ich bin heute auch gespannt, wie die das heute geschnitten haben. Ne? Ich denke mal, Iris kommt ganz zum Schluss rein. Es kommt ja noch einer heute rein. Es sind ja viele Leute, die da auch in diesem Format manipulieren. Ja, meinst du, wer denn zum Beispiel? Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich kann es nur von Zeitungsartikeln jetzt oder von Presseberichten im Internet. Ja, also manipulieren meine ich, dass die sich von einer Ecke zeigen, gecoacht wie. Die haben also ein Drehbuch, finde ich. Ich finde, die haben ein Drehbuch. Und dieses Drehbuch ziehen sie durch. Und authentisch, denke ich, ist da jetzt bislang noch gar keiner. Denn wie heißt der schwarzhaarige Mann, Manopol, wie heißt der nochmal, den wir auch in Berlin gesehen haben? Matthias Mangiapane, den finde ich ganz sympathisch. Der ist nochmal. Peter kommt auch sehr gut rüber. Ja. Milzki kommt auch, glaube ich, ganz gut rüber. Aber der ist normalerweise sehr aggressiv. Wer? Und der Manopale, ne? Wie heißt der Manopale? Matschapane, ja. Den habe ich schon in Sendungen und auch im Dschungel gesehen, wo er sehr aggressiv war und der kommt ja jetzt sehr seicht. Und da könnte ich mir vorstellen, guck mal, Jamila ist drauf. Grüß dich, Jamila, guten Abend. Jamila. Ja, aber die sind ja jetzt gerade mal 2 Tage im Camp. Sie müssen noch 14 Tage alle aushalten. Dann kommen die Spiele, dann wird man übermüdet, dann gibt es kein Essen so richtig. Na, warte mal ab, Jamila kann ja ein Lied davon singen, wenn es nicht zu essen gibt. Die hat sich ja toll gehalten, darum hat sie auch gewonnen und das hat sie auch verdient gewonnen, weil sie war auch die sympathischste von den ganzen Leuten, fand ich. Ja. Und authentisch. Sie war eben authentisch. Und ich gucke mir heute Abend Patricia an und ich kenne sie authentisch, wie sie authentisch sein kann.
Und ich habe auch ein paar Mal die Buchmesse mitgemacht, also alles gut. Naja, dann wollen wir mal abwarten, was heute passiert. Aber jeder hat eine zweite Chance und jeder kann sich verändern. Und das gönne ich ihr auch. Und ich gönne ihr auch den Sieg. Und ich hoffe, dass sie auf die Füße kommt, weil ich kann, bis zum Jahresende unterstütze ich sie noch. Und sie hat 5 Monate bei mir im Haus gelebt. Und es wird alles so weggetan. Ja, das ist doch alles normal. Ich meine, welcher Mann klatscht nochmal 200.000 irgendwie in eine Beziehung, die längst gescheitert ist, rein? Wir waren ja nicht verheiratet. Ne? Und ich habe ihren Namen in den Dreck gezogen. Ja, wie denn? Sie wollte ja meinen Namen annehmen, weil sie den Namen nicht mehr haben wollte. Sie wollte ja nicht mehr, sie wollte ja auf keinen Fall Blanco heißen. Sie wollte Ellermann heißen. Sag, das kannst du nicht machen, sag, du musst einen Doppelnamen. Wir hatten ja mal eine Hochzeit geplant, aber es ging nicht. Ich habe kapituliert. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ich kann mir gleich den Schuss geben, den goldenen Schuss. Also das funktionierte nicht. Man muss da einfach ehrlich sein. Und sie wollte das nicht wahrhaben und sie hat mich ja auch festgehalten und ich bin ja in Nacht und Nebel, habe ich mit meinem Hausmeister gepackt und bin geflohen, aus meinem eigenen Haus geflohen. Und dann habe ich sie angerufen, ich wäre im Ausland, das hat sie erst geglaubt, ich war in der Ostsee oben. Dann war ich da erstmal eine Woche, dann war ich eine Woche in Hamburg im Hotel bei Eugen Block, habe ich mich da versteckt, dann ist es ausgekommen, hat mich da einer gesehen, also. Dann bin ich wieder zurückgefahren und aber ich wollte nicht mehr in mein Haus zurück. Das ging einfach nicht mehr. Ne? Aber sie wohnt noch da, oder was? Die wohnt nicht mehr da. Nein, nein, die ist ja ausgezogen. Dann habe ich ein Hotel noch besorgt. Das war ja besorgt, haben wir es und das war nicht gut. Und ja, also ich sag mal, es funktionierte nicht mehr. Nee, ich habe ihr eine Wohnung dann besorgt und mit allem drum und dran, das zahle ich auch noch nach wie vor. Und aber jetzt muss sie auch ein bisschen Kohle verdienen und sie hat ja ein paar Formate gehabt und ich hoffe, dass sie auch hier gewinnt, das Format. Dass der Also Peter. ich gönne ihr den Sieg, weil ich ein Mensch bin, der jeden alles gönnt. So einfach ist das. Und wenn du jeden alles gönnst, dann hast du auch Erfolg. Ist eine alte Nummer. Ja, ich Ne? gönne es auch, liegt aber Peter ganz besonders. Ha. Ja, gut. Das ist okay. Also in diesem Fall gönne ich es natürlich Patricia. Ich gönne ihr den Sieg, damit sie auf die Beine kommt. Ich gönne ihr den weltbesten Mann, den sie kennenlernt, der sie auch weiter unterstützt. Mit uns hat das aber keinen Wert mehr. Sie hat es ja im Sommer mehrfach probiert, zu mir zurückzukommen, aber ich wollte nicht mehr. Und habe dann ja irgendwo auch so ein paar doofe Frauen hier kennengelernt. Da kommt ja dann alles Mögliche angespült. Und ja. Jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt habe ich jemanden, der zu mir passt und die auch mit dieser ganzen Branche nichts zu tun haben will. Ne? Mal eine vernünftige. Ja, hier steht, was steht hier gerade drin? Eine Uhr mit der Uhr. Ja, die Uhr ist ja ein Kapitel. Die Uhr ist ja ein Kapitel für sich. Hier starb einer mit der Uhr. Das ist ja schon mehrfach gelaufen. Die hätte eine Uhr, die wäre hier wieder zurückgenommen worden. Die Uhr. Da war ich sauschlau. Die Uhr hat sie ja erzwungen von mir. Aber das ist nochmal ein extra Kapitel, das will ich nochmal extra. Da werde ich jetzt hier heute nicht sprechen drüber, aber da geht es wirklich eins zu eins für mich. Ne? Naja. Tja, So, Andreas, was steht hier noch? aber heute Du bist. wollen wir uns Ja. angucken, mal gucken, was da so abgeht. Ja. Ein Bett übrigens, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Es kommt. Hier steht drin, Patricia soll arbeiten gehen. Ja, was soll sie denn arbeiten? Ihr Vater hat ihr das Leben doch vorgelebt. Wie soll sie arbeiten? Das ist doch Schwachsinn, was ihr schreibt. Der Vater hat 40.000 Euro für eine Gala gekriegt früher. Der ist zum Käfer mit dem Taxi gefahren. Die haben nie gekocht. Die sind nur zum Käfer gefahren nach München und haben dann mittags für einen Tausender gefuttert. So, das hat sie mit der Muttermilch gekriegt. Das geile Essen hat die mit der Mutter in Milch gekriegt. Immer jeden Tag wurde dann Tausender versoffen und ausgegeben. Die haben ja in den 70er Jahren die Schlager-Gala-Stars Geld verdient, nicht wie heute dieses kleine Trinkgeld. Da wurden im Monat 600.000, 700.000 gemacht. Und die haben Kohle gehabt ohne Ende. Und das Leben hat sie mir mal unter Tränen auch gesagt, abends wurde ihr vorgelebt. Deshalb hat sie auch in 4 Jahren vielleicht 10-mal gekocht für mich. Da bin ich auch so fett geworden, weil ich immer in Restaurants nur gesessen habe. So, und das muss man alles mal loswerden. Da kann sie gar nichts für. Das Leben ist ihr ja auch vorgelegt worden. Ne? Und
Alles, was dir im Leben vorgelebt wurde, ich bin aus einer bescheidenen Familie und habe mir alles erarbeitet. Ich war schon mit 12 Jahren selbstständig, habe Zahlungen ausgetragen und mit 25 war ich durch. Da war ich schon auf der Sonnenseite und habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ich bin nicht in den Käfer gefahren und habe für 1000 Euro da gesoffen mit meiner Familie. Jeden Mittag wohlbemerkt. Ist ja schön, wenn man das kann. Ist ja toll. Aber wenn du es so vorgelebt kriegst, dann ist es halt eben so. So, das war mein Wort zum Sonntag. Bist du noch dran? Netz ist weg, jetzt bin ich alleine hier. Die hat sich verabschiedet nach meinem Monolog. Jetzt hat sie sich verabschiedet. Yvonne ist weg. Wer kommt denn sonst noch rein? Ich guck mal eben. Jetzt kann mir nur noch Jamila helfen. Jamila, wo bist du denn? Sie sehe ich jetzt auch hier nicht. Es sind noch ein paar drauf. Yvonne ist weg. Ich muss sie noch mal einladen. Warte mal. Guck noch mal rein, ob sie in der Einladungsliste ist. Yvonne, einladen wieder. Ja, so, ich gehe noch mal rauf. Zack. Wo ist denn Yvonne? Yvonne hat sich verabschiedet. Bist du noch mal drauf? Ich bin da, aber das Netz ist immer so schlecht und dann konnte ich nicht so, was, dann das gar nicht mitbekommen. Ich hab einfach weitergesprochen und du warst schon im Neandertal. Ich mache mich jetzt bereit für Promi Big Brother, du auch, und wir werden mal gucken, was heute passiert. Schminkst du dich noch oder was? Ja, ich bin noch ein bisschen rot. Aber ich esse jetzt noch Okay. schnell, dann bin ich bereit für Promi Big Brother. Wollen wir denn danach noch mal drauf gehen? Ja, können wir gerne machen. Dann musst du mir jetzt eine Uhrzeit sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange nach Promi Big Brother gleich. Wir fragen mal die Zuschauer, wie lange geht Promi Big Brother? Wir machen hier die Late Night Show dann. Wann ist beendet? 22 Uhr oder wann ist Schluss da? Kann das mal einer schreiben? Hat einer eine Fernsehzeitschrift da? Wann sind wir durch? Wir gucken mal, da schreibt schon einer. Warte mal, kommt gleich. Wann ist heute die Sendung durch? Ja. 22:30 Uhr ist es vielleicht so? Wer kann uns das Ja. beantworten? Wer hat die Uhrzeit? 22:30 Uhr, 35. Um 12 Ja. Uhr Ende. Oh, dann lass uns das lieber Das. morgen. 12 Boah. so lange. 23 Uhr 55 schreibt hier einer. Dann gehen wir morgen wieder rauf. Dann machen wir das morgen. Machen wir morgen wieder 19 Uhr. Nee, was wir heute gesehen. Morgen 19 Uhr, da können wir auch noch mal drüber schlafen. Ja. Ich glaube, ich werde da heute Abend in der Sendung verbal mit stattfinden. Aber wie gesagt, ich habe euch ja schon was dazu gesagt. Mir ist es auch scheißegal. Sollen sie labern, was sie wollen. Ich kann mich nicht verteidigen und das werde ich auch nicht. Ich kann es nur hier auf diesem Podium. Und die meisten Leute wissen auch, was los ist. Ich gönne ihr den Sieg, das sage ich nochmal. Und das Schöne ist dabei, wenn sie sich verändert hat, dann finde ich, hat der nächste Mann, der sie kennenlernt, nur noch goldene Zeiten. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis morgen 19 Uhr. Bussi, Bis Bussi. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.